in der Ecke. Aber da ist übrigens das aufgedeckt. So. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Dann das hier mal aufdecken. Hält die Scheiße hier? Schwert bekloppt. Na? 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 Wegen dem scheiß Anhänger. Ich will den Uli lösen. Ich krieg den hier nicht mehr angekoppelt. Ja. Jetzt hier rumkommen. Auf den Schollen lang. Sicher ist sicher. So, das müsste doch jetzt halten hier, oder? Wo Schnee drauf ist, ist gut, Leute. Komme ich hier hoch? Mach mal Licht an. Ah ja. Ah ja. Oh, autsch. Gott, komme ich hier hoch? Komme! Komme! Überall hier diese kaputten Brücken und... Ja. Wir sind doch gleich auf der Straße. Oder die, die mal eine werden wollte. Das ist eine Straße. Ah, komm hier, ist, du hast doch Grip hier. Hier ist doch Grip. Okay. Oh, ein Scout-Anhänger. So, wollte ich hier jetzt schon anwerfen? Nee. Fahren dahin. Ey. Ja, kennst du nix Wege? Gar nix. Hier liegt eine kaputte Laterne. Oh ja. Zieh meiner. Jetzt aber bin ich auf der Straße? Wenn hier Laternen sind? Holzfällerbereich, da kannst du dich doch auch erschießen. Wenn du nur über Winde vorwärts kommst, da weißt du auch, da hast du gewonnen.
Also hier wollte ich quasi Radar anmachen. Komm, scheiß drauf. Nachtanken müsste ich, könnte ich. Oh, gleich mal. Wir haben tatsächlich mal ein Upgrade entdeckt. Du ahnst es nicht. Wollen wir das gleich holen? Wo ist es denn? Aha. Aha. Bei der Kirche. Guck mal, hier komme ich dann bestimmt rüber. Ah, da wird schon gerne mal hinfahren. Also einfach gerade. Vor allem, ich sag das so, einfach gerade. Hier geht's doch dann irgendwann noch rechts ab, ne? Hier so. Wisst ihr was, ich lasse den Anhänger hier stehen. Und ich bin mindestens viel schneller unterwegs. Ihr seht's, ne? Ihr seht's. Komm, ich mach mal ein bisschen schön Wetter. Ihr wollt doch immer so schön gucken. Alles ist nur tief und... Ah. Schöne Aussicht. Er hatte gerade mal für einen Funken etwas Grip. Los, komm, du musst noch ein Stück. Ja. Gott. Na. Tut man nicht alles für ein Upgrade. Aber da hinten, ich sehe schon die Kirche. Da hinten rechts, ich sehe sie. Ich sehe sie. Los. Wen haben wir denn da? Ich kann es gar nicht so richtig lesen. Gummi! Gummi! Noch was! Ja, ist da. Gummilurch. Gummilurch? Was ein geiler Name. Grüß dich. Danke für den Follow. Gummilurch. Er hat einen Knall. Was ist das für ein Truck sowie Anhänger und was ist das für eine Map und was genau bedeutet Season 2? Hab das Game eine Weile nicht mehr gezockt. Junge, Junge, sind das viele Fragen. Was ist das für ein Truck? Das ist der International Loadstar. Was ist das für ein Anhänger? Das ist der Prototyp, den du beim Koftsee, wenn du dort die Quest machst, bekommst, was eine mobile Radarstation ist. Und was genau bedeutet Season 2? Season 2 ist die zweite Season von 4. Was, oh Scheiße.
was SnowRunner durch Erweiterung so mit sich bringen soll. Scheiße. Leute, die Einfahrt ist komplett frigge. Ich versuche hier gerade. Vielleicht ist ja neben der Straße mehr Equip. Ah ja. Sich umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen. Oh Gott, da oben ist irgendein Fähnchen. Das sammeln wir gleich mit ein. Das ist bestimmt auch für irgendeine Quest dann. Was kommt? Wir sind so kurz davor. Was ist alles Neues in Season 2 mit reingekommen, so viel in den Trailer versprochen wurde, oder wie, das ist, wie sieht es mit neuen Fahrzeugen aus, etc. Also es gibt ein neues Fahrzeug. Oh, jetzt will er das hier eine... Aktiviere das doch mal! Aktiviere es! Es ist ein neues Fahrzeug dazugekommen. Was jetzt alles in dem Trailer versprochen wurde, weiß ich jetzt nicht. Ist das jetzt hier... Ah, für den Tutz, für den neuen... Das wollen wir doch gleich mal probieren. So, jetzt nehmen wir hier aber gleich mal das hier von der Map hier mit. Das war bestimmt für irgendeine Hauptquest. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier fährt er wieder so, als ob nichts gewesen ist, ne? Und hier ist die schöne Kirche. Guck an. Jetzt habe ich leider den schönen Radar nicht, ne? Ist die Frage, will man hier zurückfahren oder will man hier einfach mal so runterfahren? Vor allem, Leute, das war ein Upgrade von 5. Hier hinten liegt eins. Ogidogi, sehe ich ein. Hier ist bestimmt noch Schissel, das wette ich mit euch. Und hier hinten und... Ach, ich kann mir das alles vorstellen. So, ich bin da. Die Frage ist, ob ich jetzt mal hier runterfahre und dann hier so lieber den Berg hoch und so den Anhänger hole. Ich versuche mal hier so runterzukommen. Da geht das jetzt sehr steil runter. Ah. Das war zu viel Schwung. Alter, ist das dein Ernst? Ist es denn ihr Ernst? Leute, wir sind eine Kerze. Geil. Wir waren eine Kerze. Ich kann nur mal einen Lastgang reinhauen. Oh, jetzt hier wieder so ein scheiß Baum, ey. Tag mache ich den Eindruck. Nein! Obwohl, okay. Keine Windenpunkte? Jawohl. Ich bin aber auch so ein kleiner Kamikaze-Typ hier gerade. Wir wollten hier irgendwie runter.
Na! Nein! Der Klassiker! Der Klassiker! Ah, Leute, ist nicht schlimm. Er hat viel gerissen. Gut, okay. Wir haben ja hier noch unseren Antarktik. Ob der hier hinterkommt, um das Upgrade einzusammeln? Nein. 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 Wollen wir echt mal hier einfach eine Mission mal machen? Was ist denn die Mission Altmetall? Was soll man denn bei der Mission Altmetall machen? Weh ist keine Sau, weil ich sie nämlich nie aktiviert habe. Ah, wartet mal. Wir hatten ja hier auch noch den Trick hier, ne? Wo steht denn mein Tatarin? Hier oben. Ja, da steht er gut. Oh, Überforderung ist da. Ich bin überfordert. Was tue ich? Was tue ich? Jetzt steckt hier die scheiß Karre fest. Ich steig jetzt einfach mal in den Antarktik und guck mal, was die Mission Altmetall ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der hier durch den Schnee fährt, hier vorne. Haben sie alle zu kämpfen, ne? So, okay, wir machen aus, alles gut. So, wo muss ich rechts abbiegen? Hier dann irgendwann. Diese glatte Scheiße. Ich hoffe gerade, dass das Update auch auf PS4 raus ist. Also der Truck jetzt gerade gefällt mir sehr. Ich spiele auf der PlayStation 4. Styler Toasty. Und der Truck hier hat nichts mit dem DLC oder mit dem Update oder so zu tun. Den kriegst du im ganz normalen Main-Game. So, Leute. Wir gehen mal wenigstens annehmen, den Auftrag hier. Was soll man denn hier machen? Lieferung zum geheimen Ort. Wo ist denn der geheime Ort? Uah. Okay, da gehe ich erstmal andere Missionen noch annehmen. Nee, 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 nee. Und nicht umkippen. Das mag er nicht. Oh, da gibt es aber viel Geld. Die wird nicht so ganz ohne sein. Begib dich zum verlassenen Haus. Och, vor allem wo unser... Und Lieferung zum Schrottsammler. Den kleinen Pritschenanhänger, der dort beim Fall... Scheiße, müsstest du direkt... Vor allem waren wir da schon, ne? Aber das kann man echt mal machen. Da fahren wir mit unserem Tatarin, da nehme ich einfach mal runter. Und dann geht das Abi. Jetzt will ich hier, ich will mir das wenigstens mal angucken. Ob.
es am Rande des Möglichen wäre, dass ich mit dem Antarktika dort das Upgrade holen kann. Und dann werden wir auf jeden Fall mal das Upgrade, was wir vorhin gefunden haben, bei diesem neuen Truck, bei dem Tutz War Dog hieß der, ne? Dass wir das da mal anwenden. Denkt ihr, der kommt hier hinten rein? Ne. So, nehmen wir erstmal das hier hinten alles an. Hier war doch irgendwo noch eine Quest. Was ist denn das hier? Auch eine Quest. Alter Leuchtturm. Wisst ihr, mich regen echt diese Missionen auf, wo du da hier einfach irgendwo hinfahren sollst. Ey, das regt mich auf irgendwie in letzter Zeit. Ach, vor allem ist das hier dieselbe Ecke. Du machst alter Leuchtturm, kannst du komplett zusammen machen. Ach, der verlassene Leuchtturm ist da drüben. Was haben wir denn da? Ist auch eine Quest. Vorhersage für morgen. Komm, die nehmen wir mal schnell mal an. Ach, hier ist kaputt. Hier ist eine Eisschicht. Frechheit. Na, Gummilo, ich an der Stelle nochmal moin. $11.000. Anhänger. So gut, Leute. Jetzt tue ich aber erstmal den Motor abstellen. Ich will mal ganz kurz in die globale Karte und will hier mal in die Werkstatt, weil ich will mal dieses individuell getuned bei dem neuen Truck mal sehen. So. Ach, aktiv hieß das. Eine aktive Federung ermöglicht die manuelle Anpassung der Bodenfreiheit, um eine optimale Leistung auf jedem Gelände zu gewährleisten. Ich finde das ich bin ein bisschen baff. Guckt euch das mal an. Leistungsgewicht S, ne? Das ist schon... Du musst eigentlich nur transportieren mit der Karre.
Ich habe so das Gefühl, wenn du mit der Kiste dahin fährst. Bei 200 Liter Spritverbrauch hat er B. Ah, wir können bestimmt noch andere Reifen drauf machen. Das sieht irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus, ne? Ich würde den irgendwie gerne mal ausprobieren für das Rumkutschen dort. Für Upgrades einsammeln und was weiß ich nicht alles. Zu hoch gebockt ist auch nicht immer gut. Leute. Aber wenn der das Feldreparaturding mit hat, dann hat er seinen Aufbau nicht mehr mit dabei. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Dann. Och Leute, wir haben's gleich. Dann doch lieber. Weg der Dreck. Ladung transportiert, das ist so sinnlos. 600 Liter Tank. Das Ding muss er mitnehmen. Oder war ich da selber schuld? Ne, das macht er dann weg, wenn du das dann mit hast. Ja, weil er ja das dann schon bei hat. Wie viele Reparaturpunkte hat er dann hier? 150? Und hat 60 Liter nochmal zusätzlich. Guck mal, wenn du das hier so noch so mitnimmst. Kannst du losziehen mit der Karre. Das Problem ist nur, du kannst keinen Scout-Anhänger drauf machen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Einfach mal probieren hier. Wer hier so lang fährt. Weil Leistungsgewicht S. Ja, und das wird das Problem sein mit der Kiste. Genau das wird das Problem sein mit der Kiste. Ja, ist ein Offroad-Truck. Ist erstmal richtig. Aber mir gefällt das halt, dass der so clean ist, ne? Gut, okay. Okay. Wir gehen hier mal. Ich habe gerade keine Orientierung. Hier, dort steht der Tutz. Hier unten stand hier unsere. Das sind alles irgendwie Aufgaben. Mit hier, fahr hier hin, fahr dahin. Tja, können wir mit dem Kolob hier irgendwie mal schnell. Ja, mal schnell ist so eine Sache, ne? Kann man hier nicht einfach mal so am Wasser lang fahren? Leute, ich probiere das jetzt. Ich will das jetzt mal probieren. Dann werden wir auch so langsam zum Ende kommen. Für heute sehe ich gerade. Schon 5:30 schon wieder. Aber nee, ich will das hier trotzdem noch ein bisschen gucken. Keine Sorge, Leute. Mit dem Kolob versuchen, den Loadstar dort zu bergen und dass wir dann diese Ede Aufgabe machen. Wo wir den Scout-Anhänger dort manövrieren sollen. So komme ich hier rum.
Ich habe ja richtig viel Sprit. Du kannst hier langfahren. Ich habe keinen Sprit. Hat der Tiger Sprit? Wird nicht. Die brauchen Sprit. Scheiße. Der hat sich nicht bewegt und der kann sich echt nirgendwo. So diese blanke Verzweiflung in mir gerade hier. Hat er sich nicht gerade bewegt? Der hat dort hinten hat er ein kleines bisschen Grip. Es ist so viel. Den Kahn zum geheimen Ort bringen. Da brauchst du auch einen Scout für. Vorhersage für morgen. Den Punkt besuchen, den Punkt besuchen, den Punkt besuchen. Auch wieder begib dich zur Zone, neuer Teich. Das ist wenigstens mal was anderes. Den Wohncontainer. Alter! Zum Angelplatz. Ist dit euer Ernst? Das wäre doch was für den Antarktik. Das ist doch was für den Antarktik. Dazu fahren wir hier. Sag mal, lösch doch mal alle Punkte, die du hast. Was soll denn das? Ach so, weil der Truck ausgewählt ist. Ach Leute, ich bin doch auch manchmal ein Idi. Hierhin. Der Weg ist komplette Pisse. Aber wir fahren nämlich hier. Dann nehme ich hier so rum. Oh. Christian, kannst du bitte mal zu dem Truck wechseln? Ich müsste mal tanken. Ich habe keinen Sprit mehr. Wohin soll denn... Ach, nächtliche Lieferung, das war halt die Scheiße. Nee, das, den Kahn, den... das musst du alles mit dem Tatarin machen. Fahren wir nämlich hier. Also hier so irgendwie... rüber. Oh, da kann ich tanken, das ist sehr gut. Fahren dann hier hin. Fahren hier tanken. Können dann auch... Ja, wir fahren dann hier erstmal tanken. Bam. Wir sollen dann dahinter. Kommt man hier irgendwie lang? Die Frage ist... Ach komm, wir fahren erstmal tanken. Wir fahren erstmal tanken. Eins after dem anderen.
mit dem Antarktika hast du halt das Problem, dass du hier so eine riesen Kippgefahr in dieser Map hast. Dafür wühlt er sich halt gut durch. Alles Vor- und Nachteile immer. Aber was ich halt krass finde, dass du bei dieser Map halt auch wirklich da hängst und dass es nicht nur um dieses Auftrag hier, Auftrag da machen angeht, sondern auch hier. Hier hast du mal richtig Probleme, dass deine Autos halt fricke sind, dass die kaputt sind, dass du immense Spritprobleme hast auf dieser Map. Das finde ich echt nicht schlecht. So, jetzt wird's eklig. So eine großen Latschen, so eine riesen Trucks. Aber mit Steinen haben sie immer Probleme. Das war knapp. Und jetzt war's das. Und so schließt sich der Kreis mal wieder. Ich gehe jetzt zu meinem Tatarin. Eh, wichtigste Ding hier. Und jetzt gucke ich hier, was hier oben am nächsten dran ist. Bin ich doch schon direkt da. Das ist so gemein, weil ich das Ding da schon gefunden habe. Jetzt gucke ich hier bei Aufgaben. Aha! Wetterpunkt. 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 Gucke mal. Wetterpunkt 2 ist hier schon direkt da, Leute. Die verfolgt mal jetzt hier. So. Das ist dann dort alles? Das ist dann dort alles? Okay, dann fahren wir doch zuerst hier rüber. Hier so, wo dieser komische Ja steht. Ja, wir haben es mitgekriegt. Wo fahre ich denn? Ich muss ja irgendwie diesen Weg da lang. Okay, Leute. Wir versuchen wenigstens den Wetterpunkt 1. Grüß dich, Tristan. Ah, Leute, ich will im Stream nicht über sowas reden. Oh.
dieser Jahr hier rumsteht, das weiß auch keine Sau, ne? Vor allem steht er mir auch voll im Weg gerade. Ich habe das Gefühl, die Map musste eigentlich einfach nur mit dem Tatarin alles machen. Ja, Chunk, das ist mir schon klar, dass man den wahrscheinlich irgendwann abschleppen soll oder reparieren soll oder irgendwas. Hier dieser beschissene Steinweg oder was auch immer das darstellen soll. Los. Ja. Seat Fahrer, ich grüße dich und danke dir für ein Follow. Das sind Wege, aber neu lackieren möchten trotzdem, wenn du so, nachdem du so eine Wege gefahren bist. Action mal wieder. Tatarin festgefahren. Das wär's jetzt. Mach das Twisten. Bis dann. Wie geht's überhaupt weiter? Ich fahre jetzt hier einfach. Ah, wir müssen hier irgendwie hoch, ja. Aber ich finde, Leute, ohne Mist, mit der Map haben sie es ein kleines bisschen übertrieben. Ich finde, die haben es ein bisschen übertrieben. Kommen. Oh.
So, ihr Hübschen. Da haben wir den ersten Punkt erreicht. Vorhersage für morgen. Und die anderen Wetterdatenpunkte, die machen wir dann das nächste Mal.